So. Ja. Hallo? Ah, ja, genau. Mikro ist an. Wunderbar. Ah, leicht erkältet heute wieder. So, wir sind auf jeden Fall bei Minecraft, bei Life in the Woods. Ja. Schön, schön. Ist das nicht herrlich? Geht gleich los, immer mit Ruhe. Ich muss erstmal noch was trinken. Stimmbänderöl. Nichts geht über Coca-Cola. Na, nicht wirklich. Du, 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 du. So. Können wir dann? So, hallo und herzlich willkommen bei Minecraft Life in the Woods, mein Life. Übrigens habe ich da jetzt drei Namen draus gemacht, weil, ne, diesbezüglich. Und übrigens, ich musste das Spiel komplett neu laden und starten. Wir befinden uns live. Und es sind wieder Dateien verloren gegangen, dadurch, dass mir das ganze System abgekackt ist. Übrigens, ich bin gerade im Peaceful und wenn ich das anschalte, sollte man nicht den Bienenkasten zu nahe kommen, denn bist du tot. Und nebenan, schwenk rüber, da bauen wir uns gerade was. Da kommt dann Towncraft rein. Das habe ich mir so gedacht, so quasi, ne, irgendwie. Ich meine, das sieht ja schon so ganz schick aus. Hat was. Aber es ist scheiße Arbeit, die ganzen Sachen zu besorgen. Da oben habe ich eine Lüftung eingebaut. Denn da kommt der Kessel rein. Fackeln. Hier brauche ich eigentlich keine Fackel. Na. Leuchtet doch so. Geh mal raus. Stell mal draußen welche. Eins. Zwei. Ja. Müsste gehen. So. Einmal zurück. Ja, sieht schon. Also wenn das Ding fertig ist, wird das bestimmt Hammer aussehen. So, wir marschieren mal zum alten Standpunkt. Ja, wie gesagt, also mir ist die andere Datei ist mir also wie gesagt, mir ist der PC abgeschmiert durch irgendein scheiß Antivirenprogramm, der letzte Dreck, AVG, ich will es nicht nennen. So, ich hatte vorher Bullsgate und ich habe das jetzt wieder raufgemacht, Bullsgate, weil AVG hat da irgendwie Scheiße gebaut und komplett den PC gecrashed. Warum, weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall komplett den PC gecrashed und ich musste alles neu installieren. Und zum Glück konnte ich vorher noch einige Daten retten. Naja gut, wie man sieht, man nicht alle wieder. Ich musste wieder von da anfangen, bevor ich das gebaut habe. Es ist manchmal, ist es wirklich, ne? Es ist vergänglich. Man weiß es ja.
So, einmal, ups, und dahin, genau. Ach genau, und wir haben ja Towncraft und Moosecraft und ich weiß gar nicht, was ich, Aqua-Dings drinne. Und was ich hasse in Videos, die einige Leute reinstellen, die meinen, die wären die geilsten und die schlauesten, weil die gehen ja in diesem komischen Modus und haben dann alles zur Verfügung, finde ich blödsinnig, ist scheiße, das ist kacke. Finde ich. Also, wenn man was besorgt, sollte man es selbstständig machen, so wie ich. Ich gehe los, sammle die Sachen, ohne dass ich hier irgendwelche Cheats oder so irgendwie Müll bräuchte nicht. Und was ich auch noch hasse in den Videos, ist, dass nicht gezeigt wird, wie diese Tische funktionieren. Zum Beispiel der Zauberstab. Würden wir den jetzt mal nehmen? Naja, warte, ich brauche mal eben doch, oder? Ja. So. Das ist der Zauberstab. So, ich glaube, ich muss den gleich mal wechseln. Also rein theoretisch, oben in der, links in der Ecke haben wir ja diese Glasstäbchen. So, würde ja jetzt vor uns eine Myst erscheinen, könnten wir mit Rechtsklick den Zauberstab damit füllen. Das wird nicht gezeigt, denn alle Videos, die ich bis jetzt gesehen habe, die sind, dadurch, dass sie die nicht benutzen und diese Cheats benutzen, sind die Dinger immer komischerweise voll und es wird nirgendwo erklärt, ich habe bis jetzt nicht gesehen, wie man die auffüllen kann. So, und das sind ja die Notes und damit habe ich eine, ich gefühlte halbe Ewigkeit gebraucht, um die alle zu bekommen. Es ist so furchtbar gewesen. Ich weiß gar nicht, sind das 48, 52, 53? Ich habe keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall eine Arschmenge gewesen und es war richtig schwer, die zu bekommen. Weil dann habe ich wieder vergessen, wie man ein Teil herstellt und musste ich den wieder versuchen herzustellen und das war schon richtig katastrophal. Dafür habe ich sie jetzt aber alle. Und ich habe erst gedacht, das würde damit funktionieren, rein theoretisch auf dem Zaubertisch, ne? Wenn ich die habe, kann ich den Zaubertisch benutzen und mir die Sachen craften. Ja, das war ja Essig, das hat nicht funktioniert und ich wollte aus den Videos auch nicht schlau, die ich mir angeguckt habe, woran das liegen könnte. Da wurde ich echt nicht schlau draus. Und ich habe es dann wirklich mal selber ausprobiert. Ich weiß nicht, wo ich das mal gesehen habe. Aber irgendjemand war ich auf der Seite gewesen und der hatte da irgendwas ausprobiert mit dem Zauberstab an der Not. Und dann habe ich das auch ausprobiert. Und tatsächlich, es funktioniert. Du kannst, bevor du die Not benutzt, achso, genau, das sind ja die Sachen. Was sind das? Steinbruch? Architekturtisch? Was ist denn das? Raffinerie? Füller? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist von Construct. Oder ist das von Construct? Ich habe keine Ahnung. Achso, ja, sind auf jeden Fall, wie gesagt, es sind ja neue hier mit Towncraft. Noch ja gesagt. Das habe ich erstmal eingeführt. Ich finde das ganz interessant. Allerdings, wie gesagt, aber ich möchte mal wissen, ob man die Eier herstellen kann. Diese Spawn-Eier. So. Ja, auf jeden Fall habe ich damit eine ganze Zeit verbracht, bis ich die alle hatte. So, und jetzt mal diesbezüglich, ne?
Wir haben ja das Thermometer und damit kannst du die Notes ja, man sieht das ja, man kann die Notes ja ausziehen. Sorry für die Musik. Eigentlich benutze ich die nur im Nieter. Komisch. Wie kam die denn in die Playlist? Ja, weiß ich nicht. Ja, also diesbezüglich, so würde das funktionieren. Du würdest draufhalten mit dem rechten Mausklick und würdest dann rausziehen. Bevor du das aber machst, gehst du mit dem Zauberstab bei auf die Not und drückst rechts. Dann sieht der Zauberstab irgendwann so aus wie jetzt. Mal tauschen. So. Denn oben sieht man das, oben links. Jetzt sind alle gefüllt. So, und da kam ich nicht drauf. Da wäre der Mensch, da wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Na gut, ich habe die immer mit dem Thermometer rausgezogen. Und so funktioniert das jetzt. Ja, ich habe mir ja schon was gebaut damit. Und der entzieht, man sieht das ja, man hat 14,25 und so weiter, das bleibt ja dann drinne, sind halt die Notes und der Kapazität leer. Es gibt glaube ich noch größere Zauberstäbe, aber ich weiß gar nicht, warum man noch größere braucht, ey. Das ist glaube ich, weiß nicht, ist das vielleicht überflüssig, ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, was man dafür, was, wie, wo gebrauchen kann oder wie viel. Auf jeden Fall muss man da wahrscheinlich 100.000 mal losgehen. Ich hätte den zweiten auch mal mitnehmen sollen. Ja, das habe ich aber vergessen. Und da haben wir dann noch Mistcraft. Den Tisch habe ich da reingestellt. Ich habe das hier erstmal alles zwischen gelagert, weil bevor der Turm nicht fertig ist, kommt das da noch nicht rüber. Und hier, das kommt alles noch weg. Das reiße ich alles weg. Ne, hier die Wände, das kommt alles weg. Das Dorf bleibt, aber das mache ich dann auch fertig, das Haus. Das wird auch mal wieder Zeit, dass ich das da beende. Da muss ich mal wieder kräftig beigehen. Hallo Kühe. Warum stoppt das denn schon wieder so? Ja, apropos, da sieht man es. Ich habe die Brille auf. Das sieht so schwul aus. Also wenn die Farbe von dem T-Shirt nicht wäre, ne, und die Hose. Ja. So, was wollte ich denn gerade? Achso, ja genau, ich habe das neue Schwert. Ich habe mir die Rüstung übrigens wieder geholt. Ich musste da den Abstecher machen. Das habe ich alle im ZDF gemacht. Das da kommt auch noch weg, das alte Ding. Ich weiß noch, wie wir hier angefangen haben, den allerersten Teil auf meinem alten Rechner mit diesem Rumgeruckel, so wie jetzt 20 FPS. Nein, das Haus hat nur 10, zwischen 10 und 11 FPS. Und ich weiß das noch, wie ich hier angefangen habe. Mit der kleinen Butze habe ich drüben angefangen zu bauen, oder war das sogar noch später? Ne, ich glaube, das war das zweite, was ich angehört. Also das hier war, glaube ich, das allererste. Da habe ich den Grundstein ja gelegt, quasi für, als kleines. Und dann habe ich ja irgendwann angefangen auszubauen, habe es größer gemacht. Und dann fing ja habe ich ja angefangen, ich weiß gar nicht, gibt es da die Teile eigentlich noch von? Ich habe keine Ahnung. Das ist so lange schon her. Wenn ich überlege, wie lange ich das jetzt schon habe. Und wie gesagt, es fehlen so viele Folgen, die leider verloren gegangen sind durch 2, 3 Crash. Naja, damals auf dem alten... Hä? Nein, nein, nein. Ich will nichts umbenennen. Ich brauche nur Pflasterstein. Wie ich ja angefangen habe. Angefangen habe ich ja eigentlich... Das allererste Haus, was ich gebaut habe, war ja auf einer anderen Insel. Das war so richtig krass geil. Das hat mir richtig gefallen. Und dann kam ja... Da hatte ich ja noch ein zweites Mal, weil ich den Speicherstand... Ich habe das irgendwie immer nicht hingekriegt. Irgendwie sind mir die Speicherstände immer abgekackt. Warum? Weiß ich nicht. Ich glaube, das lag in meinem alten PC. Ich glaube, ich hatte 3 Speicherstände. So, und dann habe ich ja das hier angefangen irgendwann... Hab hier so, nein, na, Pflasterstein. Habe ich hier angefangen,
wieder aufzubauen und hab dann die erste Etage fertig gehabt, fing dann mit der zweiten Etage an, dann habe ich ja die Regale oben eingebaut, dann hatte ich die soweit fertig und ja, auf jeden Fall hatte ich das ja. Ach, scheiße. Na. Ich muss mal. Habe ich. Ja, habe ich dabei. Wir besorgen mal kurz Lava. Ja, auf jeden Fall weiß ich noch, was hatte ich gebaut und wo ich denn mit der zweiten Etage fertig war und die Regale drin hatte, steht nicht hinterm Regal an einer, ups, an einer, ja, an einer, immer diese Knöpfe, ey, jedes Mal, stand dann ein scheiß Creeper. Und ich bin dann, ich habe das ja nicht mal mitgekriegt und dann flog der scheiß Creeper in die Luft und alle Regale gleich mit und mitsamt der ganzen Wand. Da konnte ich alles nochmal von vorne anfangen von der Seite, weil der mir da richtig was weggerissen hat. Und ja, und ab da an ging es dann eigentlich immer weiter. Bis zum, ja, nach, ich hatte ihn ja, glaube ich, zweimal hatte ich ihn ja repariert, den alten, und dann hatte ich ihn. Und das Gute ist immer, dass ich die separat speichere auf einer Festplatte. Nicht auf der Festplatte auf dem PC, sondern ich habe extra separate Festplatten, wo ich das drauf speichern kann, was echt vom Vorteil ist. Sieht, ich sag doch, das sieht schwul aus, oder? Boah, furchtbar. Tuckig. Naja. Na, schwul kann man nicht sagen. Auf jeden Fall ist das nicht modisch. Sagen wir mal so, das ist nicht modisch. Das Pinke finde ich ja gar nicht mal so schlecht halt. Ne? Nur das scheiß Türkise geht mir auf den Sack. Und die blaue Hose. Ich hätte das, glaube ich, auch noch mal ändern sollen. Ja, die habe ich schon. Na gut, das kann ich natürlich wieder nicht machen. Aber klar. Magneterstein und so ein Kram habe ich schon. Mal nach unten. So. Oh, ja, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, ja, und mit dem Haus, das ging dann immer weiter. So wie es jetzt war. Und dann hatte ich ja hier auf dem, glaube ich, hatte ich den auch. Oh. Schön. Ich treffe mich mit meinen Kumpels. Jo. Und dann rauche ich ein. Ja, auf jeden Fall hatte ich das ja dann irgendwie nochmal. Das hatte ich dann aber auch irgendwie. Das war ja mit dem Dach jetzt, wo das mit dem Dach war. Und dann kam ich da auch wieder nicht rein, hat überhaupt nichts funktioniert. Musste das alles nochmal rekonfigurieren und rebooten den ganzen Scheiß. Und dann kam ich in den Speicher wieder nicht rein. Oh, es ist furchtbar gewesen. Und dann hatte ich ja nochmal einen neuen Spielstand angefangen mit diesem Bungalow-Haus, was ich ja eigentlich auch recht cool fand. Ich hatte mein eigenes Swimmingpool im Keller. Also das will ich alles nochmal fortführen. Und ich habe so ein paar richtig fette Ideen dazu, was man jetzt noch bauen kann. Und dazu gehört dieser Turm. Und ja, nein. Also der ist nicht, also wenn, baue ich alles selbstständig, das will ich nochmal dazu sagen, ne, aus meinen Ideen, nicht von irgendjemand anders oder so. Ich lass mich inspirieren, ja, aber da, ich habe mir so gedacht, das wird so ein Gandalf-Turm. Aber ich weiß noch nicht, wie hoch ich den machen soll. Hm. Ja. Weiß ich auch nicht. Ach so, hier. Ich habe übrigens Rucksack jetzt hinten auf dem Rücken. Weil ich, da, das funktionierte wahrscheinlich vorher auch schon, nur hat das, ich musste die Tastenkombination umlegen, weil sonst hätte ich den nicht öffnen können. Und jetzt ist das relativ einfach. Ich habe den, ich habe den normalen Rucksack auf B. Dazu
Was ist denn das noch? Irgendwas habe ich noch auf. Ja, so genau. Das andere Inventar für die Ringe, Gürtel und so weiter. Dann habe ich jetzt den Rucksack für hinten auf dem Rücken, habe ich einmal unter Shift C oder STRG und C. Mit STRG und C öffnest du den direkt. Mit Shift C holst du dir den vom Rücken runter und kannst ihn auch wieder raufsetzen. Also, variabel halt, ne? So, jetzt müssen wir warten, bis der Kram fertig ist. Das kann ja wieder heiter dauern, ey. Das ist furchtbar. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wo das hier hingehen soll.